in einem Parkhaus gelandet. Ah, und da ist der Aufzug. Okay, das ist das hier. Da ist der Aufzug. Kaputt. Ich weiß mit der Tür schon was nicht, oder? Keine Ahnung. Schade. Minus 1, nur das zweite Obergeschoss. Baujahr. Ich gehe wieder da hinten zum Ausgang. Baujahr 2018, neuer Aufzug. Nein, der funktioniert ja wohl nicht. Schade. Sehr, sehr schade. Aber ich rufe halt nicht ein, dass der Schaltschrank. Weil ich wusste jetzt gar nicht, dass es hier ein Parkhaus gibt. Und war ein zweites Parkhaus für Freimarktkunden. Ich dachte, es ist nur diese eine Parkhaus, dass es nur diese eine Parkhaus gibt am Hauptbahnhof, aber dass es direkt neben dem Hauptbahnhof auch noch ein weiteres Parkhaus gibt, wo man mit der Parkscheibe Person parken darf, aber viele Leute wissen das nicht. Scheinbar nicht mit der Parkscheibe. Scheiße. Aber immerhin habe ich einen Aufzug hier gefunden. Das ist die Tiefgarage von Primark. Und ich werde das Video hier bis zum nächsten Video im zweiten Teil von meinem Video hier auf meinem Kanal. Level 99. Und heute bin ich hier in einem Treppenhaus, beziehungsweise in einem Parkhaus. Und es gibt keinen Aufzug. Es gibt gar keinen Aufzug. Aber ich lege hier eine Etage hochlaufen, anstatt wieder rauszugehen und dann über hier freien Zugang. Über die Hauptstraße, die sehr, sehr gefährlich ist hier. Das ist der Ausgang. Das ist das Nottreppenhaus von Primark. Ach, das tut das weh. Ah, eigentlich aus, da ist der Ausgang. Bin ich hier bei den Taxifahrern. Okay. Hier bin ich. Da bin ich. Ich dachte, dass es hier einen Aufzug gibt, aber nein, gibt keinen Aufzug. Oder habe ich das übersehen? Nein, gibt es einfach nicht. Sind die Aufzüge von Primark? Ah doch, im Aufzug von Primark, aber die sind gesperrt. Und mit diesem Aufzug wollte ich gerade fahren, aber jetzt konnte ich den Aufzug nicht mal reparieren, da die Tür klemmt. Keine Ahnung. Der Primark, da war ich schon mal, aber da habe ich schon den Aufzug bei dem Film. Weil ich meines Wissens fährt der Aufzug im Primark auch in Etage minus 1. Allerdings ist er in Etage minus 1 gesperrt. Sehr schade. Sehr schade. Warum steht das nicht in der Einfahrt, dass es keinen barrierefreien Zugang gibt zu den Gleisen, zu der Oberfläche und so weiter. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.